Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chimera Squad, XCOM Chimera Squad. Mein Name ist Floma. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben gerade eine heftigere Mission zur Verhinderung von absolutem Chaos hier durch und haben massive Verluste einstecken müssen. Was heißt Verluste? Wir haben niemanden verloren, aber stark verletzte Leute haben wir auf jeden Fall. Wir haben unseren Verge aus der Pflicht entlassen. Das ist auf keinen Fall. Was ist mit dem los? Ja, aber wir fördern. Eine Förderung haben wir, der hat hier eine Narbe. Und wen haben wir noch? Torque hatte auf jeden Fall was abgekriegt, aber Torque scheint keine Narbe gehabt zu haben. Einheitennamen. Ah doch. Nee, das ist Verge, ne? Verge hat eine Narbe. Aber auch eine Beförderung gekriegt. Durch die Beförderung auf den Rang Special Agent wurde die Fähigkeit Gedankenschlag freigeschaltet. Wird schlägt mit seinem Geist zu und fügt allen Feinden im neuralen Netzwerk Mentalschaden zu. Nice. Also erstmal Leute hinzufügen, dann allen, dann das ausmachen, so viel möglich. Schaden durch Gedankenschlag macht Feinde bewusstlos, anstatt sie zu töten. Auch nicht schlecht. Nice. So, wollen wir schon mal das. Und unser verbessertes Sturmgewehr ist fertig. Annehmen. Müssen wir gleich das nächste machen. Ja. Meisterrüstung können wir tatsächlich machen. Die neueste und beste Entwurf bietet ultimative Verbesserung für vorhandene Standardkörperpanzerung. Ah, können wir uns nicht leisten. Wir haben nicht genug Illyrium. Verbesserte Feldteams. Das wäre nicht schlecht. Hat auch Priorität. Das wäre nicht schlecht. Ja, ja, wir machen verbesserte Feldteams. Und fügen hier jemanden hinzu. Wie können wir denn hinzufügen hier? Ah, wir haben niemanden gerade, ne? Schade. Die sind alle noch entweder hier. Ein bisschen Credits zusammensuchen. Oder hier Belastungstraining. Verbessertes Sturmgewehr kann ich mir nicht leisten, weil 130 Credits, ich brauche die Credits. Was haben wir denn hier eigentlich? Haben wir Credits? Jetzt haben wir Delirium, Mist. Na gut. Aber wir haben noch eine Beförderung, nice. Herzlichen Glückwunsch, Phasenlanze. Blue Blood feuert die Lanzenträgerpistole in gerader Linie ab. Der Schuss ignoriert die Schusssichtlinie und wird nicht von Deckungsboni beeinträchtigt. 3 Runden Abklingzeit. Sehr schön. Gut. Was machen wir jetzt? Neue Ausrüstungsgegenstände. Ja, das habe ich schon gesehen. Kann ich mir leider nicht leisten. Anarchie und Unruhe, das haben wir, Plünderung. Hallo, Chimera-Trupp. Hallo. Ich bin der Betreiber des Viper-Nests, eines bescheidenen Etablissements im Randbezirk. Mhm. Wie Sie sicher wissen, taucht hin und wieder immer noch gefährliche Technologie aus den Advent-Zeiten auf. Die Stadt bezahlt jeden, der das Zeug aushändigt, sehr gut. Deshalb trommle ich ein Netzwerk von Plünderern zusammen, um es zu finden. Oh, und manchmal höre ich von Gelegenheiten, die Sie interessieren könnten. In dem Fall melde ich mich bei Ihnen. Oh, sehr gerne. Sehr gerne. Oh, für Informationen kann ich Zeug kaufen. Ein kleines Lager von Illyrium. Splittergranate. Ja, Splittergranate. Ja. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Splittergranaten. Endlich. Nee, hier. Nee, hier muss ich hin. Wer kriegt denn die Splittergranate? Du? Da. Nice. Endlich habe ich mal eine Granate. Mega gut. Nur heute geöffnet. Nächste Öffnung erst in 4 Tagen. Ah, ich brauche noch ein bisschen Informationen, um meine Dinger hier zu... Entschuldigung, um meine Feldteams zu verbessern und überhaupt welche einzusetzen. Ah, oh, hier gibt's Geld. Aber hier ist mehr... Oh, hier ist mehr...
Unruhe. Das Geld bräuchte ich ganz dringend, um meine verbesserten Waffen zu kaufen. Das mache ich hier. Wenn Feinde im Begriff sind, unmittelbaren Schaden zu verursachen, halten Sie sie mit allen Mitteln auf. Wie immer ist es besser, Ziele gefangen zu nehmen. Gefangene haben mehr zu erzählen als Leichen. Na. Okay. Dann starten. Bin ich mal gespannt. Feinde bei dieser Position. Das Gebiet sichern und alle Feinde ausschalten. Ja, mach ich. Verursacht. Feinde verursachen weniger Schaden. Nice. Sehr gut, ne? Nicht drängeln. Okay, wen haben wir da? Ich sehe erstmal nur drei. Der oben ist natürlich echt schwer zu treffen. 62, 53. Eins nur. Alter. Ja, der Killer ist nervig. Den hätte ich gern. Oh. Das knallt! Phasenlanze! Nietzsche. Das gefällt mir. Alter, dieses Ding da, das ist scheiße. Dieser Super Ninja, ne? Der erinnert mich ein bisschen an... Auf dem Weg dorthin, wo ich gebraucht werde. Der sieht sehr nach Cyberpunk aus. Na komm. Sehr schön, er nimmt den ja mit. Nice. Aua. Getroffen, aber immer noch auf den Beinen. Geht's dir gut? So, dann ist die Frage, wen nehmen wir? Nee, also entweder den Purificator. Den will ich nicht. Den anderen sehe ich nicht. Versuch's mal da oben. Okay, versuchen wir unser Glück. Yes! Sehr gut, sehr gut. Decke die Flanken. Zielwaffe gesichtet. Das schmerzt. Kontrolliert die Wunde. Nein, der Purifikator ist wieder frei. Den muss ich nicht. Stumpf. Deine da. Gedanken gehören. Den da. 100. 100. Ey, den da. Verholen, ey. Ein Feind wurde ausradiert. Diesen Schläger will ich nicht haben, ey. Alter, es ist da doch aufgewacht. Aber hat er niemanden getroffen? Nietzsche. Ah, tschüss.
Entschuldigung, dass ich da mein Mindmeld kaputt geht, aber pff. Hab den Feind erwischt. Aber so ist mir das dein lieber. Dein Training zahlt sich aus. Ja, stimmt, du stehst ja einfach so gib's rum, mir ne? Deckung, während ich nachlade. Ach, nachladen musst du auch noch. Dann machen wir mal so, gehen wir in Deckung. Und lade nach, weil das ist mir sonst zu heikel. Ja, jetzt treffen sie alles, ne? Durch den Nebel. Ekelhaft, du blutest ja. So, dann geh vor, bitte. Und schnapp dir. Den. Komm her. Kriegst du es hin? Yes! Du und kannst einmal dich umschlingen, bitte. Schlaf gut. Also ich habe einen schlafen, in Anführungszeichen. Okay, rein in den Nebel. Naja, versuchen wir dein Glück oder haben wir wieder X-Kom-Momenten? Nee, ein Feind sehr weniger. Gut. Ach, Wirtsch, du wirst sowas von immer verletzt. Mein Gott. Er stand, glaube ich, aber auch unglücklich. Oh, Umschlaghof schon wieder auf 5. Und wir können jemanden hier... Ich bin Floyd Tesseract. Und ich habe dazu beigetragen, dass ihr eure Welt verloren habt. Ich war ein Architekt der Invasion. Ja, zum Wirtsch müssen wir hier wieder klarkommen. Ich habe eure Welt zerstört. Ihr wusstet nicht, wie man sich wehrt oder selbstständig denkt. Also fangt besser damit an, bevor es jemand für euch tut. Und wem gebt ihr diesmal die Schuld? Ich bin Floyd Tesseract. Mhm. Und ich will euch zeigen, warum ihr hättet glauben sollen. So, okay. Also du musst jetzt mentale Vorbereitung. Ja, du bist dem MTW zugeteilt. Aber da teilen wir jemand anders hinzu. Nämlich Chirrup. Okay, so. Haben wir noch jemanden übrig? Nee. Aber... Ich kann mir jetzt mein besseres Sturmgewehr leisten. Ich hätte gern wieder einen Androiden. Schade, dass ich den kaputt gemacht habe. Schade. So, aber ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich speichere nochmal kurz. Gucken, ob ich meinen Speicherplatz finde. Da. Annehmen. Lief schon mal besser als der vorige, aber war nur ein kleiner Einsatz, also das ist schon alles okay. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Mich würde es richtig riesig freuen, wenn du ein Like oder ein Abo da lassen würdest. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal beim Let's Play von XCOM Chimera Squad. Mein Name ist Floma. Bis denn. Tschüss.